Der Pool wird sommer-ready gemacht, Freunde! Let's do it! Let's do it! Let's do it! Ihr müsst euch vorstellen, Aachens Regenwahrscheinlichkeit, da steht einfach nur drauf, safe. Und jetzt mal Sonne zu haben, jetzt mal Sonne zu fühlen, das sprudelt, ist richtig ein Glückshormon, Freunde. Im Winter mussten wir so ein bisschen an den Rohren herumwerkeln, damit die Kälte, die Flüssigkeit in den Rohren, die halt zum Pool gehen und wieder vom Pool rausgehen, halt nicht irgendwie gesprengt werden, ne, weil Eis. Und das machen wir lieber zusammen mit Live, der nächste Woche kommt. Und mein geniales Gehirn war am Rattern und dachte so, let's do a little bit Vorbereitung, Freunde. Wenn du richtig hart spritzt, ja, triffst du John. Ey, hör auf! Mach den John jetzt wieder back, sau entspannt bestimmt für den Rücken. Geh mal rein. Und hier wieder raus, Freunde, das Wetter ist so gut. Ja. Ja, hi, hi. Seht ihr diesen grünen Befall auf dem Granit? Das müssen wir weg, das müssen wir loswerden. Zu zweit trag den Kabel. Weak! Also, weil wir es immer so geil fanden, haben wir uns jetzt auch einfach irgendwie so einen Staubsauger geholt. Der kann sogar Wasser saugen. Ah ja. Wie sieht der Skimmer aus? Ey, wir haben ja, als wären wir selber nicht mehr hier gewesen, ne? Ich krieg nicht mal auf, weil es verstopft ist mit Müll. Oh mein Gott. Einmal Hand rein. Bah, ey. Bah. Du kannst den Skimmer aussaugen. Ja. Mache ich das so. John ist nur zum Besuch, er wollte eigentlich nur trainieren, ist jetzt hier. Und da kann man sich doch eigentlich schon mal erkenntlich beweisen mit Arbeit. Du bist nie zu Besuch. Natürlich. An der Mitte oder beide festhalten. John ist zum Beispiel jemand, der so die Sprache nicht spricht. So. Nee, sie müssen sich umdrehen. Das kriege ich nicht hoch. Doch, das ist super, alles super leicht, super leicht. 3, 2, 1. Jetzt könnte John noch dahinter. Warum muss ich eigentlich da hinten hin? Sorry, I don't speak your language. Ja, du Bastard. Ah, cheesy, cheesy. Okay, das reicht ja schon. Jetzt werden Blätter weggemacht. Hörst du ein bisschen mit, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der so viel saugt. So viel, so schnell. Aber das ist geil, dass er das kann. Ja. Ich mache jetzt noch einen voll. Wie John sich freut, wie ein kleines Kind. Bei Strunert. Doch nicht dahin. Warum denn nicht? So Nature. Guck mal, du als Gärtner. Ist es so gut jetzt für den Boden? Ja, da wird jetzt halt am meisten Rasen wachsen. Thomas, du weißt aber, dass der Rollen dran hat? Zum Rollen? Ja, dann lass ihn. Was wollt ihr denn von mir? Hier nach da. Was hast du eigentlich damit? Wo hast du das her? Guck mal, ich hab den Dreh raus. So. Das erste Mal, dass wir den Pool aufmachen wieder. Also, wir werden jetzt den Hochdruckreiniger nehmen, einmal hier oben abspritzen, obwohl ich das jetzt nicht so als extremst wichtig empfinde. Ich schon. Warum? Ja, weil das hässlich aussieht. Sieht doch voll verranzt aus. Das siehst du doch auf der Kamera nicht. Ja, sieht man das auf der Kamera? Auf der Kamera oder was? Sieht man cool. Das? Wir machen, ja. Ey, du das hast doch noch so eine Kappe, die du nicht mehr brauchst. Eine Kappe, klar, das ist eine Tauchenkappe. Ja, wo denn? Ich muss so angucken, Alter, das reflektiert so krass. Ja, es reflektiert so krass. Thomas scheint. Wenn du es aufmachst, siehst du direkt Kappen oben rechts. Okay. Krass, oder? Zu hell einfach. Wenn der jetzt aufdreht, ist es dümmst. Das passiert. Gehst du richtig nach altem. Nach Elisenbrunnen Schwefelwasser. Ja. Vielleicht ist es Schwefelwasser. Boah, nee, das ist einfach nur so. So altes, vergammeltes Wasser. Boah, das ist richtig abgestanden. Riecht das auch so, oder? Richtig abgestanden. Daher kommt das. Riech mal, Alex. Riech mal. Nee, das ist doch okay. Hä, das riecht nach Scheiße. Ja. Deswegen findest du das okay, gerne oder? Gerne Scheiße. Als du großgezogen wurdest. Ja, von einer Kuh. Knoten. Ja, warte, sonst brechen wir hier den Hahn ab. Ich hab mir Fliege im Mund. Du hast eine Fliege im Mund. Krass, nicht angeschossen, aber es kommt Wasser. So, Wasser ist ready. Kannst du mal aufdrehen, Alex? Kannst du mal aufdrehen? Erstmal anstecken. Ja, ist am Zunder. Ja, natürlich, schau nicht rein. Zunder, Revolver. Wow! Oh, das Ding geht weg. Also, ich muss einmal hier ganz kurz gucken.
gucken. Okay. Boah, neue Waffe, Alter. Ah! Bruder, was war das denn? Das bewegt sich. Das ist so dumm. Wow! Wow! Jetzt? Machen wir jetzt? Das muss man mit der Hand schrubben. Der Pool wird wieder revealed. Ich will gar nicht wissen, wie der aussieht. Mach so! Mach auf! Oben. Mach auf! Ja, und jetzt? Guck mal. So, das muss komplett. Warum ist das jetzt nicht mehr dran? Du nochmal stramm ziehen? Hä? Bruder! Boah, Alter Schnee. Ich hab das Wasser gar nicht abgelassen. Nee, das war mal Schnee, das war mal Eis. Jetzt also, ist es Wasser. Ralf hat gesagt, wir sollen jetzt ganz kräftig keschern. Und dann soll auf jeden Fall der Poolroboter rein. Ah! Klar, thirsty. Thirsty? Mach den John! John! Mach den John! John! Oh mein Gott, das war nicht so gut, glaube ich. Das ist alles hier verrostet. Okay, das sieht ganz gut aus. Nee, mit Gewalt ist es nicht getan. Ah, mit Gewalt ist es getan. Ich bereite die Schockchlorung vor. Die Sache ist, hat mir Live mal erklärt, das muss halt flüssig sein, das muss ich komplett aufgelöst haben, weil sonst entstehen im Pool auf der Folie so kleine weiße Stellen, da wo das Chlor liegen bleibt. Das ist Chlor? Ja. Ja. Was ist das denn? Das Zeug muss ich halt anmixen. Ich hab noch nie gerochen, sowas Dämonisches. Das ist ja toxisch für alle Nervenbahnen gerade. Was denn? Willst du es mich lassen? Nein, ich komm da nie dahin. Natürlich, du schmeißt dir das mit voller Wucht hier. Ja, aber das Kabel zieht es doch wieder zurück. Du hast das doch vor. Nein, ich werf jetzt einfach nur hier vorne rein. Ja, das sehe ich jetzt. Ja, okay. Ja, schmeiß. Erlebt wieder. Erstmal. Ein glücklicher Roboter bist du. Runter mit dir. Oh mein Gott, schaut euch mal den Boden an. Krass, guck mal, wo du Alter, bist. Krass. Holy shit. Was ist denn da los? Einmal drüber fahren. Oh. Tiny. Illuminati-Zeichen gemalt. Das ist schön. Was macht das? Der Algenkiller. Genau, das sorgt dafür, dass sich nicht so leicht Algen an. Macht das das Wasser blau? Nein. Das Wasser ist ja an sich nicht blau. Hier sind ja ganz, ganz, ganz viele winzig kleine Dreckspartikel drin. Und das hilft, dass diese Dreckspartikel dicker werden. Und dann quasi von einem Kescher aufgesammelt werden können, vom Poolroboter. Cool. In der Filteranlage gecatcht werden, als wenn sie nur so mikroskopisch klein sind. Ah, chill. Genau. Was wir alles mittlerweile wissen, ne? Hättest du gedacht, also dass so viel Dreck am Boden liegt, also dass es so krasser Unterschied ist? Schon. Ich bin Poolprofi, ich mach das seit Jahren. Jesus Christ, Tanky hat einfach ein Satanskreuz gemalt. Ja, Satansbraten. What the fuck? Ich mache jetzt eine Insta-Story für mein Instagram, weil ich so coole Stories mache. Und Leute kommen auch immer sagen, du Genie, du flows wieder wie. So, der Pool wird gerade sauber gemacht. Das ist einfach ein Leben, Freunde. Das ist ein Leben. Julian Bam ist offenbar nicht zu bremsen. Während andere Stars eher weniger in Zeiten der Corona-Krise zu tun haben, dreht der YouTuber so richtig auf. Algezid ist drin, Chlor ist drin, Entflockungsmittel ist drin, Thirsty macht gerade seine Arbeit. Wir haben dieses hier, diesen Bruder hier. Er wird der Granitplatte auf jeden Fall den ursprünglichen Glanz wieder zurückbekommen und diesen Algenbefall entfernen können. Wir könnten später noch diese hohen Gräser, an die jetzt unser Roboter nicht rangekommen ist, können wir auch noch mal ein bisschen stutzen, ja? Seiten auf Null. Mit wir meinte ich eigentlich ihr, weil ich jetzt in Call muss. Oh, guck mal. Ich hab die Linien. Ja, das steckt ja komplett aus. Übrigens, das ist aktuell das Dreckwasser. Und die Bänke sind ja überkrank sauber. Overcrank. Juhu. Shadow. Das sieht so cool aus. Boah, das könnte uns das ist ein cooles Foto. Guck mal. John hat gerade einen Proteinshake getrunken. Ich habe ihn gerade auch noch so richtig gut geredet, so, weil es so übelst lecker. Seitdem er trinkt so viel Proteinshakes. Und er trinkt auf einmal so, ich kriege keine Luft mehr. Er ist einfach allergisch gegen irgendwas da drin gewesen. Auf einmal ist er jetzt nur noch so am. Dann ist er in die Dusche gesprungen. Und dann hat es angefangen, dass der Körper so kitzelt und dass die Ohren irgendwie sich komisch anfühlen bei ihm. Wo ist er jetzt? Eingeschläfert. Empfindest du wirklich gerade Allergy? Ja. Hä, warum nicht?
ernsthaft, du gehst jemand so durch die CD und machst das so in sein Gesicht. Du bist wie ein Pfeil, Alter. Oh nee! Nein! Der hat ja extra einen Regensensor, damit der reinfährt, wenn es regnet. Und da ist ein... Hau! In ihm ist so eine mächtige Waffe. Was machen wir mit dem Grünzeug hier zwischen den Fugen? Nein! Ich habe eine Thumper-Idee. Also ihr seid hier und dann nehme ich das Teil und ich schieße euch ab. Aber ich schieße euch nicht wirklich ab. Ich vertraue dem aber nicht. Ja, Erik kann ja einfach Wasser reinmachen. Du hast Dreck am Bart. Wir kriegen eh den Strahl ab. Nein, ihr kriegt keinen Strahl ab. Du musst mich setten. Ja, mach doch einfach so goldener Winkel, so goldener Schnitt. Ja, ihr müsst so tun, als würdet ihr beide gerade so weglaufen und würdet gerade von einem Strahl getroffen werden. So, ja, Rücken, so, ah. Aber wo soll ich beginnen? Wie beginnen? Du bleibst in der Position. Ja, wo denn? Ja, da, wo du bestehst. Da, wo ich jetzt stehe. Ja. Und du auch daneben. Ja, okay. Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr gerade angeschossen werdet von Patronen, richtigen. Hm? Kann man ja, ich lache, weil du lachst die ganze Zeit. Ich vertraue dir eh nicht. Ihr müsst es nicht machen. Also, aua, und du musst geschockt sein. Auf einmal kommt Strahl. Aber woher kommt der Strahl? Du hast ja doch gesagt, ich habe keinen Strahl, keinen Strahl. Du wirst von deinem Leben weglaufen. Und das tut bestimmt... Ich mach doch nichts. Ja, du wirst bestimmt drücken. Ich drück doch gar nicht. Ich hab doch nicht mal hier auf mein Ding jetzt hier drauf. Ja, aber das geht ja schnell. Der ist außerdem mal aus. Außerdem ist das Ding aus. Ja. Und dann schreist du so, ah, shit, ah, ah. Ey, du musst doch so ein bisschen Action sein. Ja, ja. Sonst glauben die Leute ja nicht, dass es okay ist, wenn man so Fake-Wasser reinmacht. Schrei einfach Wasser und dann reagier. Ah!